Welcome back, Ladies and Gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video erkläre ich euch, wie ihr eure Gesichtsform herausfinden könnt. Manche von euch werden jetzt sagen, warum zur Hölle muss ich wissen, was ich für eine Gesichtsform habe? Ich kann es dir sagen. Zum Beispiel, damit du weißt, welche Brille auf dein Gesicht passt. Oder zum Beispiel, wenn du gerade auf der Suche bist nach einer neuen Frisur, dann solltest du auf jeden Fall wissen, welche Frisur zu deiner Gesichtsform passt. Und genau dazu habe ich vor kurzem ein Video gemacht. Und falls du es noch nicht gesehen hast, check das hier oben gerne mal aus. Und das Video zum Thema, welche Frisur passt zu mir, ist bei euch mega, mega gut angekommen. Ja, das freut mich erstmal an dieser Stelle. Aber einige von euch haben mir dann geschrieben, yo Daniel, ey, geiles Video. Jetzt weiß ich, welche Frisur zu welcher Gesichtsform passt. Aber ich habe gar keine Ahnung, was ich persönlich für eine Gesichtsform habe. Wie finde ich denn meine eigene Gesichtsform heraus? Und aus dem Grund erkläre ich euch heute, wie man ganz easy herausfinden kann, welche Gesichtsform man selber persönlich hat. Eine Info vorab noch ganz kurz, wenn ihr im Internet zum Beispiel sucht nach Gesichtsform, ja, dann findet ihr 100.000 verschiedene Gesichtsformen. Ich persönlich breche das jetzt runter auf 4 Gesichtsformen. Auf die ovale Gesichtsform, auf die runde Gesichtsform, auf die quadratische Gesichtsform und auf die dreieckige Gesichtsform. Wieso, weshalb, warum? Eine Dreiecksgesichtsform, ja, die normalerweise eher so geht, ist identisch zu einer Herzform, ja. Und aus dem Grund brecht das jetzt runter zu diesen 4 Gesichtsformen. Und wenn ihr die 4 Gesichtsformen drauf habt, dann seid ihr eh fein. Step Nummer 1. Stell dich vor einen Spiegel oder vor eine Kamera gerade hin und mach ein Selfie von dir oder lass ein Foto von dir machen. Wenn du das gemacht hast, musst du 8 Punkte beachten. Und das sind folgende. Zum einen der Mittelpunkt auf deiner Stirn. Zum anderen der Mittelpunkt auf deinem Kinn, dann die 2 Seitenpunkte an deiner Stirn, dann die 2 Seitenpunkte an deinen Wangenknochen. Das sind diese hier, wenn ihr zum Beispiel jetzt hier fühlt, das sind genau diese Punkte an dieser Stelle und die 2 Seitenpunkte an deinem Kiefer. Das sind die Punkte, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel runtergeht mit eurem Finger, da fühlt ihr hinten diese Kieferknochen, das sind diese 2 Punkte. Insgesamt haben wir jetzt 8 Punkte, auf die ihr achten müsst. So, Step Nummer 3 wäre dann folgender, ihr nehmt euch ein Maßband und messt die Abstände zwischen den Punkten. Wenn ihr die Punkte zum Beispiel jetzt miteinander verbinden würdet, ja, dann habt ihr insgesamt 4 Linien. Und genau diese 4 Linien könnt ihr jetzt mit dem Maßband abmessen. Also Linie 1, Linie 2, Linie 3, Linie 4. Und diese Proportion, also die Proportion von den Linien, helfen dir dann herauszufinden, was für eine Gesichtsform du hast. Machen wir ein Beispiel zum ovalen Gesicht. Wenn du zum Beispiel ein ovales Gesicht hast, dann ist die obere Hälfte deines Gesichtes von der Größe her identisch zu der unteren Hälfte deines Gesichtes. Und die mittlere Linie von deiner Stirn bis zum Kinn wird auf jeden Fall länger sein wie die Linie zwischen deinen beiden Wangenknochen. Wenn das der Fall ist, dann hast du mit großer Wahrscheinlichkeit ein ovales Gesicht. Und ich habe jetzt hier einfach mal beispielhaft mein Gesicht genommen zu einem musterovalen Gesicht. Und wenn man dann die Linien einfach mal rüberzieht, da kann man ganz gut sehen, dass es mehr oder weniger schon sehr identisch ist. Kommen wir zum quadratischen Gesicht. Beim quadratischen Gesicht ist es so, dass deine Stirnlinie von hier bis hier identisch ist zu deiner Kieferlinie. Ja, und somit kriegen wir dann ungefähr ein schönes Quadrat hin. Und die Russen, Freunde von mir, ja, die können ein Lied von singen, die nenne ich auch manchmal ein bisschen Quadratköpfe oder Kanisterköpfe, weil die haben meistens immer ein sehr quadratisch aussehendes Gesicht. Und das ist eigentlich auch das Ideal, sage ich jetzt mal, für Männer. Sehr kantig, sehr quadratisch. Also meine russen Freunde haben da auf jeden Fall einen Vorteil. Kommen wir zum runden Gesicht. Beim runden Gesicht ist es so, dass die Linie von deiner Stirn zum Kinn identisch lang ist wie deine Linie zwischen Wangenknochen und Wangenknochen. Dann sieht es ungefähr aus wie ein Kreis, dementsprechend ein rundes Gesicht. Kommen wir jetzt zur letzten Gesichtsform und zwar zur dreieckigen Gesichtsform. Bei der dreieckigen Gesichtsform ist es so, dass deine Stirnlinie auf jeden Fall um einiges länger ist als deine Linie hier unten am Kiefer. Und wenn das der Fall ist, dann sollte dein Gesicht eher aussehen wie ein Dreieck. Wie eben schon gesagt, gibt es natürlich viele Abwandlungsformen von dieser Dreiecksform, wie zum Beispiel eine Herzform oder eine Diamantenform oder was auch immer. Aber wenn ihr diese 4 Gesichtsformen drauf habt, ja, wenn ihr das auf der Palette habt, dann seid ihr auf jeden Fall fein. Eine kleine wichtige Info zum Schluss auf jeden Fall noch. Leute, seht das Ganze nicht schwarz und weiß. Ja? Es gibt natürlich auch Mischformen. Ja? Ich zum Beispiel habe ein eher ovales Gesicht, aber habe auch dreieckige Züge in meiner Gesichtsform drin. Also nicht so schwarz und weiß sehen, sondern natürlich ein bisschen flexibel bei der ganzen Sache sein. So, jetzt solltest du auf jeden Fall ganz genau wissen, wie du deine Gesichtsform herausfindest. Jetzt sollte es keine Unklarheiten mehr geben. Und bei der nächsten Auswahl deiner neuen Brille weißt du ganz genau, welche Brille zu deiner Gesichtsform passt. Und bei der nächsten Auswahl deiner Frisur weißt du auch ganz genau, welche Frisur zu deiner Gesichtsform passt, mein Freund. Kommen wir zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Miriam aus Aachen.
Miriam, vielen Dank für deinen Support hier auf YouTube. Endlich mal ein Mädel dabei gewesen. Freut mich. Wenn du auch mal gegrüßt werden möchtest in meinen Videos, dann einfach Hashtag Shoutout in die Kommentare rein. Oder schick mir eine WhatsApp-Nachricht auf mein Community-Phone. Nummer findest du wie immer in der Infobox. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Video ein bisschen weiterhelfen. Und wenn du jemanden kennst, der zum Beispiel gerade nach einer neuen Frisur sucht oder gerade zum Beispiel eine neue Brille sucht und nicht weiß, welche Gesichtsform er hat, dann teile das Video gerne mit ihm. Und Leute, wir sind gerade kurz davor, die 10.000er-Marke zu überschreiten. Also ich würde mich sehr freuen, wenn du Teil meiner Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken und die Glocke aktivieren, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Und wenn du Lust hast, folg mir auch sehr, sehr gerne auf Instagram. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein, macht's gut, peace out.